Dr. Heiner Heimes jetzt bei mir. Herr Heimes, können Sie mich hören? Sehr gut. Ich hoffe, Sie können mich auch gut verstehen. Das freut mich sehr. Herr Heimes ist aus Aachen zugeschaltet. Er wirkt ja als geschäftsführender Oberingenieur am Lehrstuhl von Professor Achim Kampka, den wir ja alle im Markt nur als PEM in seiner Kurzform kennen, Production Engineering of E-Mobility Components. Mit seinen Elektromobilproduktionstagen hat er selber eine große Konferenz in Aachen am Start, wo man sich eigentlich physisch trifft. Das wird hoffentlich in diesem Herbst dann auch gelingen. Heute gibt er uns einen umfassenden Überblick zum Stand der Batterieproduktion in Deutschland und darüber hinaus. Ich würde sagen, mit Blick auf die Uhr, die Leitung steht, alles läuft wieder rum. Ich mache die Bühne frei. Herr Heimes, legen Sie los. Bitte schön. Ja, Herr Schwierz, ganz lieben Dank für Ihre einleitenden Worte. Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, ich freue mich sehr, Sie zu meinem Vortrag Globaler Wettbewerb in der Batterieproduktion begrüßen zu können. Der Herr Schwierz, das hat er jetzt nicht gesagt, hat mir eine sehr sportliche Zeitvorgabe gegeben. Ich habe mir aber viel Inhalt vorgenommen. Von daher muss ich jetzt schauen, dass wir das übereinbekommen und zügig durch den Vortrag durchgehen. Von daher vielleicht im Vorfeld das Versprechen, wenn Fragen offen sind, meine Kontaktdaten sind leicht zu finden, kommen Sie da sonst gerne auch im Nachgang an den Vortrag auf mich zu. Ja, starten wir direkt rein. Das ist ein globaler Thema zum Thema ja, globalen Wettbewerb. Da habe ich Ihnen ein Beispiel mal zur Einleitung mitgebracht. Da muss ich Gott sei Dank nicht so viel sagen. Ist der Flughafen Berlin ist uns allen bekannt. Vielleicht etwas weniger bekannt ist der Flughafen in Peking. Wo liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt in der Geschwindigkeit, in denen beide Vorhaben realisiert wurden. Und wir haben das nochmal abgeglichen. Also das stimmt von der Größenordnung in jedem Fall, dass es ein zulässiges Referenzbeispiel ist, weil der Flughafen in Peking 45 Millionen Passagiere befördert und in Berlin in etwa 28 Millionen. Was soll das zeigen? Es gibt nicht nur einen Wettbewerb um Vorhaben, um Technologien. Nein, es gibt auch einen Wettbewerb um Geschwindigkeit. Sprechen Sie mal mit einem Tesla-Mitarbeiter, der wird stolz sein auf seine Produkte. Und wenn man dann nochmal mit ihm spricht, dann ist er stolz auf die Geschwindigkeit, mit denen er diese Vorhaben realisiert. Und genau diese Geschwindigkeit, die müssen wir auch für das Themenfeld der Batteriezellproduktion antizipieren. Und wir haben hier mal aufbereitet, wie hat sich die Batteriezellproduktion eigentlich in den letzten Jahren entwickelt. Und da haben wir jetzt mal 5 Jahre in die Vergangenheit geschaut. Sie sehen das dunkelblaue Balken, das ist im Jahr 2015 und hellblau dann die Produktionskapazitäten im Jahr 2020 für die Kontinente dargestellt. Ja, und was man da sieht, dass wir in Europa genau 3 Gigawattstunden an Produktionskapazität gewonnen haben. Auch das mal im Vergleich zu Asien gesetzt, wurden dort 33 Gigawattstunden aufgebaut. Was letztendlich zeigt, dass uns bewusst sein muss, in Europa, da gibt es viele Vorhaben, das ist auch alles super, aber trotzdem, wir stehen nach wie vor unter einem massiven Zeitdruck. Gerade wenn man dann mal einen Schritt weitergeht und das in Relation setzt zu dem voraussichtlichen Bedarf im Jahr 2030. Hört sich weit weg an, aber wenn man sich vor Augen führt, wie lange solche Vorhaben dauern in der Planung, dann ist es durchaus legitimer, das Jahr 2030 als Referenz zu nehmen. Und dann sieht man, da baut sich in Europa eine massive Lücke auf, die geschlossen werden muss. Und diese Lücke ist aus unserer Sicht so groß, dass es legitim ist, die Frage zu stellen, ob Europa das Rennen um die Batterieproduktion vielleicht aufgrund von einer zu großen Risikoaversion dann verloren oder verschlafen hat. Bewusst als Frage formuliert und nicht als Aussage, freue ich mich über Ihre Gedanken und Kommentare zu der Frage im Chat und gleich in der Diskussion. Jedenfalls möchte ich dieser Frage in dem heutigen Vortrag nachgehen. Dafür haben wir einen Ordnungsrahmen aufgebaut, 3 Themen, die wir betrachten. Wir möchten einmal kurz den Markt analysieren, Ihnen dann aufzeigen, wie werden im Moment eigentlich Innovationen im Bereich Zellproduktion generiert.
und wie werden die abschließend industrialisiert. Starten wir da direkt rein, merken und schauen uns mal den Markt an. Dann ist ja das Thema Zellproduktion gerade für den Automotive-Bereich unglaublich mit den bestehenden Automotive-Firmen, den Fahrzeugherstellern verknüpft. Und wir begleiten das Thema jetzt über 10 Jahre. Und wenn man da mal in die Vergangenheit schaut, ja, dann war das in der Vergangenheit wirklich so, 10 Jahre zurück, da war wirklich diese dominierende Meinung, die Batteriezelle, das ist eine Zukaufkomponente, wahrscheinlich ist sogar die ganze Batterie eine Zukaufkomponente, das machen wir mal 100% Outsourcing, das heißt, dieses Pendel, was Sie hier sehen, wäre da mal ganz an den linken Rand ausgeschlagen. Das hat sich dann in Form so einer Pendelbewegung über die letzten Jahre wieder ein bisschen nivelliert. Aktuell ist das Pendel sicherlich eher in der Mitte. Mitte würde bedeuten, dass es da eher darum geht, ja, zu antizipieren, dass eine sinnvolle Ausrichtung Joint Ventures sind, dass also Fahrzeughersteller mit Batteriezellherstellern in Form von Joint Ventures zusammenarbeiten. Hier am Beispiel von Nissan und AESC dargestellt, Tesla, Panasonic, VW, Northvolt kann man einige nennen, sodass das Pendel aktuell sicherlich eher so in der Mitte steht. Wenn wir uns jetzt aber die aktuelle Situation im Jahr 2020 anschauen, könnte ich mir vorstellen, dass das Jahr 2020 das Jahr der Batterieproduktion wird. Nicht trotz Corona, sondern wegen Corona. So eine Pandemie, wie wir die im Moment haben, ich glaube, die war vielen von uns nicht ersichtlich, dass es überhaupt dazu kommen kann. Zeigt aber aktuell, dass der im Vorteil ist, der lokal produziert und der die lokale Fertigung in den eigenen Reihen hat, sodass wir davon ausgehen, dass die Pendelbewegung jetzt in der Nach-Corona-Zeit sicherlich immer weiter nach rechts ausschlagen wird. Schauen wir uns den aktuellen Stand an, da kann man, glaube ich, schnell drüber hinweggehen. Der ist eigentlich eher ernüchternd, ja, wenn man sich das mal anschaut, mit wem die OEMs aktuell kooperieren, beziehungsweise ihre Batteriezellen sourcen, dann ist dieser Markt fast zu 100% asiatisch geprägt. Wenn man dann sich das auf der Landkarte einmal anschaut, dann sieht man, es gibt diverse Player in Amerika, in Asien noch viel mehr. Das ist hier selbstverständlich nur ein Auszug. Gerade wenn man sich China anschaut, da gibt es ja hunderte von kleineren Batteriezelleherstellern, zugegebenerweise jetzt keine Automotive-Hersteller, aber immerhin Batteriezellhersteller, sodass es da ein sehr, sehr großer Markt ist. Das ist uns allen, glaube ich, bewusst. Die Frage ist, wie steht jetzt Europa da? Und da lassen Sie uns jetzt vielleicht mal einen etwas detaillierteren Blick auf die Karte Europa werfen. Und da kann man im Moment sagen, und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr erfreuliche Message, die man da transportieren kann. Es wird sehr, sehr viel geplant. Wir haben in den Vorabvorträgen schon das Beispiel Warta gehört, die Nachricht gestern, die haben wir natürlich auch mit großer Freude aufgefasst, da an die Kollegen oder Mitarbeiter nach Warta ein herzliches Glückwunsch, auch dass das jetzt so geklappt hat. Das ist sicherlich für den gesamten Zellproduktionsstandort Deutschland und Europa ein tolles Vorhaben. Drumherum wird aber auch viel geplant, wie man das hier auf dieser Karte sieht. Wir haben da die Jahreszahlen mal dahinter geschrieben, dann bekommt man einen Eindruck dafür, wann das realisiert werden soll, beziehungsweise wann die Produktion anläuft. Wenn man jetzt aber etwas tiefer nochmal geht und hinterfragt, welche dieser Zellhersteller sind jetzt wirklich europäisch, dann haben wir jetzt mal alle ausgeblendet, die einen asiatischen Background haben, also wo ein asiatisches Unternehmen, Samsung, LG, dann sagt, wir kommen jetzt nach Europa und nehmen wahrscheinlich das Produktionsequipment, die Anlagenbauer aus Asien mit, um dann da eine Copy-Paste-Lösung der asiatischen Produktion zu machen. Dann sieht man, diese Liste, die wir jetzt hier vorher gesehen haben, die reduziert sich dann doch spürbar. Und da ist die Frage, wie kann es dann gelingen, dass diese Unternehmen, die für den Standort Europa so wertvoll sind in Bezug auf die Gesamtwertschöpfungskette, dass die sich auch wirklich erfolgreich etablieren. Und das geht aus unserer Sicht nur, indem Innovationen
erzielt werden. Und jetzt ist die Aussage, es müssen Innovationen erzielt werden, relativ trivial. Die wird erst dann wertig, wenn man ihnen aufzeigt, welche Innovationen das sein können und wie man die generiert. Und dazu würde ich jetzt im zweiten Kapitel drauf eingehen. Wenn wir uns dem Thema Innovation widmen, dann ist Innovation häufig auch mit Hochschulen verbunden. Und da kann ich Ihnen die Message mitgeben, da haben wir in Deutschland an allen führenden deutschen Hochschulen Laboranlagen, Pilotanlagen, die es ermöglichen, eben diese Innovationen zu generieren. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr gut aufgestellt, insbesondere dank der Unterstützung aus den Ministerien auf Bundes- und Länderebene. Diese Pilotanlagen, die haben eins gemeinsam, die müssen gefüttert werden. Ja, gefüttert werden mit Forschungsprojekten. Und dazu, wir haben jetzt schon gehört, welche Aktivitäten alles im BMWI laufen. Ich habe jetzt hier mal beispielhaft das BMBF rausgegriffen. Da laufen natürlich auch einige Aktivitäten, wie beispielsweise das Dachkonzept Forschungsfabrik, was eben dazu ausgelegt ist, jetzt eben alle diese Standorte, die wir eben gesehen haben, auf Hochschulseite durch Forschungsprojekte wie FestPAD, wie Excellent Battery Center, ProCell, InsePro etc. zu unterstützen und damit letztendlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, um Innovationen auch zu generieren. Und das wird aktuell von allen diesen Hochschulstandorten aktiv aufgegriffen, sodass wir da eine Umgebung haben, in der wo in Zukunft sicherlich auch sehr viele Innovationen im Themenfeld Batteriezellproduktion entstehen werden. Was sind jetzt diese Innovationen? Da gibt es sehr, sehr viele Innovationen, die man da nennen kann. Ich habe jetzt mal die rausgegriffen, wo wir sagen, die leisten einen Beitrag dazu, die Energiekosten zu reduzieren. Weil wir alle wissen ja, die Batteriezelle wird ja auch häufig so kritisch gesehen, das Kobalt kommt aus dem Kongo, dann wissen wir, der Energieverbrauch der Zellproduktion ist vielleicht auch nicht so unkritisch. Also was kann man da dran machen, um da besser zu werden? Und da gibt es vielversprechende Ansätze, an denen geforscht wird. Das ist die Substitution von Rein- und Trockenräumen. Das ist die Effizienzsteigerung im Bereich Formierung und Reifung. Das ist das Themenfeld Beschichten und Trocknen, wo man über eine Lasertrocknung viel kostensparender unterwegs sein kann, sodass es da Hoffnung gibt, wenn es gelingt, diese Innovation auch zu industrialisieren. Da komme ich gleich noch zu, dass wir dann die Energiekosten auch maßgeblich in die richtige Richtung bewegen werden. Das waren jetzt einige Innovationen aus dem Thema, die eher so in das Thema Batterieproduktion hineingehen. Daneben muss man ja auch das Produkt noch weiterentwickeln. Auch da gibt es sehr viele Innovationen. Da kann ich jetzt nur zweimal exemplarisch rausgreifen. Eine Hauptentwicklung ist sicherlich die Größe der Batteriezelle, Stichwort Cell-to-Pack. Ich weiß noch, als ich vor 10 Jahren an der Glovebox stand, habe den ersten Teardown einer Batteriezelle gemacht. Das war so eine 20-Ampere-Stunden-Zelle, die wir dann mit dem Dremel auseinandergenommen haben, um zu schauen, was ist letztendlich da verbaut, beziehungsweise wie ist es verbaut. Da dachten wir, 20-Ampere-Stunden-Zelle, das ist aber groß. Mittlerweile, wir testen ja die Batterien an unserem Institut, wir kriegen Anfragen für 200-Ampere-Stunden-Zellen. Das heißt, da gibt es eine massive Entwicklung, die Batteriezelle immer größer zu gestalten. Und wir prognostizieren mal, irgendwann ist man in der Lage, die Ebene des Batteriemoduls komplett zu überspringen. Auf dem rechten Teil der Folie sehen Sie noch das Thema Next Generation Materials. Gehe ich jetzt aus Zeitgründen hier im Detail nicht darauf ein, gehe ich aber von aus, das ist ein Thema, was sehr vielen von Ihnen vertraut ist. Die Frage, die ich jetzt zum Abschluss des Vortrags noch nachgehen möchte, ist, wie können diese Technologien, diese Innovationen industrialisiert werden? Und da hatte ich Ihnen ja die Landkarte mit den deutschen Hochschulstandorten gezeigt. Da ist es so, die sind eigentlich mehr oder weniger alle dem Bereich Labor und Pilotlinie zuzuordnen, also den beiden Säulen ganz links dargestellt. Was aber unser Ziel ist, ist ja die Säule ganz rechts, Serienproduktion. Wir wollen diese Technologien in die Serienproduktion hineinbringen. Und da tun sich dann logischerweise viele Unternehmen, die so eine Serienproduktion
planen, vollkommen zu Recht schwer mit, wenn wir sagen, wir haben eine Innovation, die funktioniert bei unserer sehr kleinskaligen Versuchsanlage. Da haben wir das zwar nachgewiesen, aber wir haben noch nicht nachgewiesen, dass das in der Serienproduktion vollziehen kann. Und dafür ist es dann eben, ich würde schon sagen, existenziell wichtig, um das Thema halt wirklich industrialisieren zu können, dass man eine Forschungsfertigung hat. Und da können wir in Europa aus meiner Sicht sehr stolz drauf sein, dass wir da zwei Referenzprojekte haben, die entstehen, um eben diese Technologien wirklich zu industrialisieren. Wir am PEM sind froh und stolz darauf, an beiden Vorhaben sehr aktiv im Sinne von planerisch aktiv beteiligt zu sein. Das vielleicht etwas weniger Bekannte entsteht in England. Das ist das sogenannte UK Big an der Universität Warwick, wo eine 1 Gigawattstunden Zellfertigung aufgebaut wird für Rundzellen, 21700 und Pouchzellen, die wir mitgeplant haben. Und dann sicherlich das in dieser Runde sehr bekannte Beispiel der Zellfertigung in Münster, die wir zusammen mit den Kollegen vom Miet in Münster sowie den gesamten Fraunhofer Kolleginnen und Kollegen planen, die aus unserer Sicht auch einen sehr, sehr wertigen Beitrag dazu leisten wird, die Innovationen, die deutschlandweit an allen Hochschulstandorten erzielt werden, die einen Schritt weiter zu bringen und letztendlich eine Rahmenbedingung zu schaffen, wo man sagen kann, okay, diese Technologie kann jetzt erprobt werden und wenn die sich dann in der FFB oder in England bei UK Big wirklich bewährt hat, dann werden auch Zellhersteller da mit Kusshand drauf zurückgreifen. Damit wäre ich am Ende meines Vortrags angelangt, Herr Schwierz. Ich hoffe, ich habe die Zeitvorgabe zufriedenstellend eingehalten. Ich möchte Ihnen abschließend noch den Hinweis geben, dass im Oktober bei uns der Elektromobilproduktionstag stattfindet. Da sind Sie herzlich eingeladen, findet auch dann wieder vor Ort statt. Und ich würde mich sehr freuen, Sie da persönlich begrüßen zu können und die Themen dann mit Ihnen da weiter zu diskutieren. Danke. Herr Heimes, vielen Dank. Das nehme ich mir auch ganz fest vor, zu Ihrer Veranstaltung zu kommen. Sie sind ja schließlich heute auch zu meiner gekommen, auch wenn Sie dazu in kein Verkehrsmittel steigen mussten. Vielen Dank für diesen Überblick. Ich habe jetzt tatsächlich das Thema, was wir gerade aus Berlin einmal hatten, so ein bisschen vermisst in der Präsentation. Für mich war jetzt nochmal die Frage, wie wichtig ist das, was sozusagen diese Altmaier-Milliarde da jetzt nochmal anschiebt für Sie? Wie bewerten Sie das? Fundamental wichtig. Ich glaube, man darf das nicht verkennen, dass das Vorhaben, eine Batteriezellproduktion zu realisieren, schon mit einem großen Risiko verbunden ist, auch für größere Unternehmen. Da kann man nicht die Erwartungshaltung haben, dass man bei so einem Hochrisikovorhaben, weil da doch im Detail sehr viel schiefgehen kann. Wir haben nur eine kleine Pilotanlage aufgebaut, aber ich weiß aus Erfahrung, welche Herausforderungen das alleine waren. Da finde ich es vollkommen legitim, dass es da eine entsprechende Unterstützung gibt. Das ist ja nicht nur auf nationaler Ebene, sondern das profitiert ja ganz Europa von Stichwort Spillover-Effekts. Das heißt, es sind ja nicht nur die Unternehmen, die davon profitieren, sondern der Maschinen- und Anlagenbau, die Material- und Komponentenlieferanten. Das heißt, eigentlich werden wahrscheinlich alle, die hier an dieser Veranstaltung teilnehmen, in irgendeiner Weise von dieser Entwicklung profitieren können. Und ich begrüße das und finde das, freue mich über jeden Zuwendungsbescheid, den das BMWi da ausstellt. Und ja, Herr Schulze, Herr Seidel, ich hoffe, da kommen noch einige. Trotzdem könnte man natürlich jetzt ketzerisch fragen, Sie haben ja die Zahlen gerade gezeigt, auch aus Asien, was dort schon auf Deutsch gesagt abgeht. Könnte man jetzt im IKEA-Style ketzerisch fragen, was die deutsche Batterieproduktion anbelangt, forschen Sie noch oder produzieren Sie schon? Ja, also ich glaube, das ist beide Sachen sind wichtig. Ne? Wenn man aufhört zu forschen, dann klar werden wir keine Innovationen haben und keine Vorteile erzielen. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, nur forschen geht halt auch nicht. Ne? Dann werden die Forschungsgelder letztendlich auch wieder fehlinvestiert, wenn es nicht dann gelingt, diese Forschungsgelder dann auch wieder in Form von diesen Technologien, die darüber erzielt werden, dann wieder den Zellfertigungen zugänglich zu machen. Ja.
Aber Sie haben es ja schon gesagt, es ist viel in Bewegung und viel im Aufbau. Ich bedanke mich für diesen super Überblick an der Stelle und wir hören uns ja gleich in der Panel-Diskussion nochmal wieder und können das dann hoffentlich auch mit Berlin nochmal ein bisschen vertiefen. An der Stelle ein Dankeschön auch für die super Internetleitung nach Aachen. Das hat sehr schön geklappt. Danke, Herr Heimes.